Hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Kartentechnik und heute mal ein kleines Vergleichsvideo. Und zwar einmal die MS461 von der Firma Stihl und einmal die 390 XPG von der Firma Husqvarna. Unterschied jetzt zwischen den zwei Maschinen ist einmal die Leistung. Bei der haben wir 6,5 PS, bei der haben wir 6 PS Leistung. 50er Schwert haben wir jetzt bei beiden montiert. Gibt es natürlich auch andere Varianten, aber 50er Schwert ist eigentlich die gängige Größe, wenn man so mittelgroße, große Bäume schneiden, fällen möchte und klein machen möchte. Also gehen wir mal auf die Unterschiede ein. Ketten ist vergleichbar, 3/8-Teilung, 50er Schwert. Metallkrallenanschlag haben auch beide. Die ist jetzt ohne Griffheizung ausgeführt. Die Husqvarna ist mit Griffheizung ausgeführt. Griffheizung hat halt den Vorteil, dass ihr warme Hände habt und keine nassen Handschuhe im Winter. Gibt es natürlich auch bei Stihl mit Griffheizung. Das gibt es wahlweise, je nachdem wird es haben. Das sind jetzt beides konventionelle Maschine ohne elektronische Vergasersteuerung, wenn man es klassisch haben möchte. Beide Maschinen haben ein Dekompressionsventil. Einmal die Stihl hier oben, einmal die Husqvarna hier seitlich. Zum Eindrücken, dass leichter startet. Kettenspannung ist bei beide seitlich über einen Windelspanner. Heißt, ihr kommt da schön hin. Man braucht bloß die Muttern locker machen und Kette nachspannen. Nach rechts wird strenger, nach links lockerer. Bei beiden Maschinen also. Dann jetzt noch ein großer Unterschied ist die Tankverschlussgeschichte. Bei Stihl habt ihr Bajonettverschluss. Heißt, ihr klappt es hier auf. Viertelumdrehung, dann ist es auf. Das ist jetzt ein bisschen eine Geschmackssache, was man bevorzugt. Viertelumdrehung ist wieder zu. Bei der Husqvarna habt ihr einen klassischen Schraubverschluss. Ganz einfach aufschrauben, ist aber Schnellgewinde. Und wieder zuschrauben. Kann man entweder mit der Hand machen, reicht in der Regel auch leicht. Oder man kann es auch mit beigefügtem Werkzeug mit Schlüssel machen. Hauptunterschied ist die Bedienung. Bei Husqvarna habt ihr mehrere Hebel. Also einmal Griffheizung ist ja immer separat, ist hier. Aus-Einschalter ist hier separat. Schock mit Halbgasfunktion habt ihr hier den blauen zum Ziehen. Also zieht ihn raus, dann habt ihr Schock. Schiebt ihn rein, habt ihr Halbgas, gebt Gas, habt ihr Standgas. Bei der Husqvarna. Bei der Stihl ist das ja so. Ihr müsst Sperrhebel drücken, Vollgas geben, ganz nach unten ist Schock. Eins rauf ist Halbgas. Und wenn es Gas gibt, ist Standgas und nach oben ist aus. Wichtig ist, in die Halbgasposition kommt man hier nur rein, wenn man zuerst runter geht und wieder eins rauf geht. Dann hat sie ein Halbgas, weil Standgas ist zum Starten wie ungünstig. Also bei Warmstart sollte man auf Halbgas immer gehen. Bei der Husqvarna ist es halt so, ich ziehe den raus beim Warmstart und schiebe ihn gleich wieder rein. Aber ich darf auch nicht vergessen, beim Schalter einschalten. Vibrationsdämpfung habe ich über Stahlfedern bei Husqvarna, wie sie es schon denn und je haben, schon immer. Bei der Stihl, bei den ganzen alten Modellen, habe ich noch Gummipuffer. Hat den Nachteil, hat ein bisschen mehr Vibrationen. Was bei den neueren Modellen, bei Stihl auch auf die Stahlfedern umgestellt haben, dadurch habe ich bei den neueren Modellen dann auch weniger Vibrationen. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Geschmackssache, weil mit einer Felssäge arbeite ich ja nicht so viel. Da ist das jetzt weniger Thema. Bei einer leichten Ausrastsäge ist natürlich Stahlfedern schon ein wesentlicher Vorteil, weil ich die wesentlich länger in der Hand habe. Also das ist auch noch ein Unterschied von den Sägen her. Ja, das war wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik zum Thema Unterschied Stihl-Husqvarna-Säge, zwei Fellmaschinen. Wenn es euch gefallen hat, macht es gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, es würde mich sehr freuen. Dankeschön.